Hallo alle zusammen, wie geht's euch? Mir geht's ganz gut, die Sonne scheint, es ist richtig warm, ich bin happy. Lass uns direkt ins Video einsteigen. Aus irgendeinem Grund lieben wir die Routinen anderer. Es gibt dazu zig Videos. Das können sein Morgenroutinen, Nachtroutinen, produktive Routinen, Routinen von Kindern, Selfcare-Routinen und die passenden Produkte werden dazu auch noch geschickt vermarktet. Und es wird uns vorgegaukelt, dass wir mit der passenden Routine auch ein Stück vom perfekten Leben erhalten können. Eine Realität, die für die meisten von uns leider nicht erreichbar ist. Denn, mal ganz ehrlich, wer hat denn Zeit und Lust, aber die Lust, die lassen wir jetzt einfach mal außen vor, ja, jeden Tag super früh aufzustehen, zu meditieren, Tagebuch zu schreiben, Sport zu machen, gesundes Frühstück zu machen, dann produktiv sein, ein bisschen arbeiten, dann gesundes Mittagessen kochen, dann nochmal durchpowern, arbeiten, später ein Smoothie zubereiten, einen kleinen Snack zwischendurch, vielleicht einen Spaziergang machen, dann nochmal arbeiten, dann gesundes Abendessen kochen oder alternativ mit Freunden sich auf ein leckeres Dinner irgendwo treffen in einem fancy-schmancy Restaurant und dann den Abend noch richtig witzig ausklingen lassen. Noch schöne Tasse Tee mit einem Stückchen dunkle Schokolade, mindestens 70%, aber gerne auch 80, 90, 100% Kakaogehalt und dann so den Tag ausklingen zu lassen. Klingt natürlich wahnsinnig gut, aber klingt auch irgendwie wahnsinnig anstrengend. Ich will mich nicht selbst rühmen, aber manchmal sind meine Tage wirklich Social Media tauglich. Da denke ich mir echt so, wow, das war echt ein guter, produktiver Tag. Aber die Realität ist, da gibt es Tage, da habe ich wirklich Energie und Lust und bin voll motiviert, Dinge anzupacken, Sachen umzukrempeln, zu schaffen, kreativ zu sein, bla bla bla. Und dann gibt es Tage, da bin ich einfach das komplette Gegenteil davon. Ich habe einen Vollzeitjob, der nimmt auch super viel Zeit ein. Und dazu muss man eigentlich noch sagen, dass mein Job eigentlich richtig flexibel ist. Ich kann total viel Homeoffice machen, ich habe flexible Arbeitszeiten. Und da gibt es echt Leute, die haben diesen ganzen Luxus nicht. Die müssen jeden Tag raus und da ist nichts mit, ja, mittags hier mal Besorgungen machen, Spaziergang machen, irgendwie Essen kochen, so, nee, das gibt's nicht. Also, ja, schwierig. Ich habe mal hier einen Morgen von mir gefilmt und Spoiler, es war ein guter Tag. Ich bin also einigermaßen früh aufgestanden, sagen wir mal so gegen 6, halb 7. Ich bin aber auch einer von diesen Menschen, die 4 Wecker haben, die so im 15-Minuten-Takt klingeln, weil ich sonst gar nicht aus dem Bett komme und ach, mein Freund hasst es. Hihi, sorry. Dann natürlich morgendliche Routine, Zähne putzen, Gesicht waschen, habe mich um meine Haare gekümmert. Versucht, so einen Sleek Bun hinzubekommen. Der war aber gar nicht so sleek. By the way, ich habe herausgefunden, dass dieser Look ja anscheinend unter diese Kategorie Clean Girl oder so fällt. Also ich komme gar nicht mehr mit diesen ganzen Trends hinterher. Aber ja, nur so am Rande. Dann gehe ich manchmal direkt duschen, falls ich keinen Sport mache, aber manchmal eben auch nicht. Und dann muss ich mich aber entscheiden. Also entweder ich arbeite direkt und kann früher Schluss machen oder ich mache Sport. Oder ich arbeite an meinem YouTube-Video. Und so oft ich es versucht habe, ich schaffe es nicht, alles zu machen. Also ich muss mich für eins oder maximal zwei von den Dingen entscheiden. Und diesmal war es eben Yoga. Also hier so ein bisschen Yoga. Hab meinen Unterarmstand geübt. Naja, es ist so ein Auf und Ab. Manchmal klappt es gut, manchmal eher nicht so. Also, ja. Okay, die alltägliche Frage nach dem Outfit. Keine Ahnung, warum ich mir jeden Tag so schwer damit tue, aber irgendwie, ja, struggle ich da voll damit. Und ey, ich glaube, ich müsste irgendwie Tausende von Euros ausgeben, damit mein Kleiderschrank endlich so ist, wie ich den gerne hätte. Aber das wird nicht passieren, deswegen werde ich einfach weiterhin damit strugglen. Na gut, dann Ohrringe rein, Deo, weil meine größte Angst ist, zu stinken und dass es mir keiner sagt. Oh, habe ich richtig Angst vor. Dann habe ich mich geschminkt, das mache ich aber auch nicht immer, aber irgendwie mag ich das Gefühl von Make-up auf der Haut nicht mehr so. Und dann unter der Maske wird es auch immer so eklig und ah, das brauche ich irgendwie nicht jeden Tag. Ich kann das auch gar nicht so gut, aber das Endresultat sieht immer ganz okay aus, also reicht mir das dann auch. Jedenfalls habe ich mich da geschminkt, dann Parfüm drauf. Sagt ihr eigentlich Parfum oder Parfüm? Also ich sag Parfüm.
Schuhe an, Jacke an. Dann wollte ich euch mein gesamtes Outfit inklusive Schuhe zeigen. Ja, und dann habe ich irgendwie was Komisches gemacht. Und ich bin ready to go. Okay, was wollte ich euch eigentlich mit diesem Video zeigen? Gar nicht so viel. Sorry, da steckte ganz viel Eigennutz dahinter. Es hat richtig viel Spaß gemacht, diese Morgenroutine einfach zu filmen. Und ich wollte das so gerne posten, aber nicht unkommentiert lassen. Ich finde, man muss die Routinen von den ganzen Influencern, Celebrities, bla bla bla, so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und ich finde, man muss nicht alles zwanghaft nacheifern. Die machen ihr Ding, sie haben ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Lebensrealität. Und ihr macht einfach euer Ding, ihr habt auch ein ganz anderes Leben. Vieles ist einfach nicht realistisch, zumindest nicht für die breite Masse. Ein paar Menschen werden den Lifestyle nacheifern und das wird ihnen richtig gut gehen und das wird wirklich gut in ihre Lebensrealität passen. Aber für viele andere ist das einfach nicht der Fall. Und selbst mein Morgen schaut jeden Tag anders aus. Ich wünsche es ja nicht so, aber es ist halt einfach so. An manchen Tagen habe ich einen richtig guten Morgen, wie ich schon sagte, wo ich richtig viel schaffe. Und dann schaffe ich auch Yoga und noch YouTube-Videos zu machen vor der Arbeit. Aber an anderen Tagen bin ich richtig im Stress, habe verschlafen, stehe irgendwie spät auf und dann renne ich raus ins Büro und keine Ahnung, muss mein Tag halt so starten. Ich finde, wir sollten das so ein bisschen normalisieren, weil die Erwartungen, die wir an uns stellen, die sind einfach nicht realistisch. I'm sorry. Schaut auf euch selber, schaut auf euer eigenes Wohlbefinden und vergleicht euch nicht mit anderen, weil die leben ein ganz anderes Leben als ihr. Am Ende des Tages, wer weiß, was hinter der Kamera passiert. Ja, man kann alles filmen und zeigen, aber ob das dann wirklich der Realität entspricht, man weiß es nicht. Versucht euch da nicht so dran zu messen und nehmt euch gerne meinen Morgen oder irgendwelche anderen Routinen als Inspiration, aber nicht als Richtlinie oder Richtwert oder wie auch immer. Ich gehe jetzt lecker Eis essen und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, keine Ahnung, welche Uhrzeit auch immer bei euch ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.